Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Und willkommen zur Enjoy Magic Review, sponsored by Tesma Zauberartikel und werbefrei dank unseren Patreons. Am Ende dazu noch etwas mehr. So, was haben wir heute? Ich zeig dir einfach mal was, ne? Du siehst Whiskyglas, ja? Und einmal Shotglas. Ja? Oh, Wodka, ja. Was ich probiere ist folgendes, wenn ich es hier hinstelle und das Glas hier drüber, ich isoliere es quasi, ja? Und hier ist 20 Cent Stück und was ich machen kann ist... Oh, ich finde es jedes Mal wieder geil. Das ist richtig geil, ja. Jedes Mal, ich kann... Tada! Genau. Richtig cooler Effekt, gefällt und mir. Und das ist Lieb von Argus Chiu. Mit einer geilen Box. Ja, richtig geile Box. Also hätten wir Bewertungssystem für Boxen, dann wäre das hier High Shit. Ja. Was bekommt ihr? Ihr bekommt ein kleines Schattglas. Süß. Und ihr bekommt eine Kartenbox, mit der ihr den Effekt machen könnt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ihr kriegt sie schon fertig in Rot, ja? Gibt es auch nur in Rot, ihr könnt sie aber auch in Blau machen, je nachdem. Ihr kriegt keine DVD, ihr kriegt nur ein kleines Booklet. Es reicht tatsächlich, ist innerhalb von 6-7 Minuten ist der Trick quasi erklärt und er funktioniert tatsächlich auch so. Ihr kriegt keine Fernbedienung, es funktioniert elektronisch, es ist mechanisch. Das ist natürlich richtig geil. Ja. Immer kein Akku, kein USB-Ladegerät. Nee. Saugeil. Es könnte sein, dass es nach ein paar Performances vielleicht irgendwann mal kaputt geht. Möglich, wie gesagt, mechanisch. Ich hatte bisher aber auch kein Problem damit. Wenn das so ist, werden wir das noch in die Kommentare schreiben, wenn wir es noch eine Weile verwenden, weil es macht unheimlich viel Spaß. Es macht richtig viel Spaß. Ist super für Bars. Was ich empfehlen würde, ist tatsächlich, sich ein größeres Shotglas zu benehmen. Hoppala. Ist nichts geflasht, nee. Also ich benutze das hier, kennt mir diese Uso-Gläser und halt eben, ich benutze halt so dieses Whisky-Glas. Also die Gläser sind auch nicht dabei, die braucht man, aber die findet man auch überall. Das Coole daran ist Shotglas nicht, man kann mit dem Gimmick quasi rumlaufen und dann ist man in der Bar und sagt, hey, geben Sie mir das und das Glas, ich will mit Ihnen wetten, kann man gleich verbauen und dann kann man das performen. So ein Glas, diese Gläser findet man überall, es geht mit relativ vielen, das sind die Anforderungen gar nicht so krass, glaube ich. Je nach Routine kann man die Münze auch unterzeichnen lassen, genau, und... Ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Es ist halt eben ein bisschen teurer. Aber man schmeckt die Qualität, man spürt die Qualität, ja. Genau, also allein schon an der Schachtel. DVD, und? Ich glaube, wenn jetzt eine DVD überall wäre, es wahrscheinlich nochmal ein Zehner teurer. Ordnung. Ich meine, die Routine, man braucht das auch keine Performance, das Ding verkauft sich von selbst. Wenn man weiß, wie es geht, das schreibt sich von selbst, hey, lass mal es wetten. Es macht halt eben auch richtig, also quasi... Es macht das, Sinn. Das ist ja noch nicht mal... Das reicht dann nicht mehr von der Lautstärke. Das macht ja richtig einen Ping. Das ist cool, ja. Vor allem, das kann auch, glaube ich, ziemlich gut als Aufmerksamkeitsmittel dienen, wenn man jetzt an irgendwo ist und man will anfangen und man beginnt mit dem Effekt zum Beispiel, hat irgendwie so dieses Ping und ihr sitzt an der Bar. Ich garantiere euch, jeder an der Bar guckt rüber und dann hat man da dieses Ding da stehen so und ihr denkt, hey, was macht der da? Und du bist sofort, hey, ich bin Zauberer, bam. Also so als Eröffner könnte ich mir das auch gut vorstellen. Genau. Ja, was geben wir dem ganzen Gläserspektakel? Ich bin davon sehr begeistert. Die Reaktionen, die ich davon bisher bekommen habe, waren auch megamäßig. Ich gebe jetzt mal, der einzige Manko-Punkt ist tatsächlich der Preis. Ist der einzige. Ja. Wie gesagt, das Shotglas, ja, allein, dass es das schon dabei ist. Ich meine, das ist auch Glas, aber es ist halt sehr klein. Deswegen, mit sowas könnt ihr es gar nicht verfehlen. Ich gebe dem Ganzen jetzt mal allein wegen dem, ein bisschen nur wegen dem Preis, ja. 8,5 Punkte. Mir gefällt es aber mega und ich möchte es auch gerne weiter ausprobieren. Ich bleibe auch 8 Punkte, weil es richtig cool ist. Ist einfach so eine kleine Barwette, ein bisschen teuer, ist wie das einzige Manko. Man kriegt, und niemand, genau das vielleicht doch ganz schnell, niemand vermutet, dass das Gimmick ist, weil wenn ihr vorher einen Kartentrick gemacht habt, ihr holt nochmal die gleiche Box raus. Easiest Switch in the world. Ja. Also das perfekt, ihr braucht dann, ja, geil. Das war's mit Lieb. Ja, Produkt Nummer 2, Instachange Euro von Nicholas Einhorn. Nick Einhorn. Genau. Was macht das? Ihr zeigt einen Rechnung. Eine Rechnung, ja. Vom Verkauf her. könntest du beide Seiten zeigen. Faltet sie zusammen, schüttelt und es ist ein 50-Euro-Schein, der dann sofort rausgegeben werden kann. Wir können es gerade eben nicht zeigen, weil es nur mit alten 50-Euro-Schein geht, außer man möchte einen neuen verbraten, was wir jetzt nicht gemacht haben. Genau, und wir können es nicht so schön, muss man vielleicht auch dazu sagen. Ich werde auf jeden Fall was drüber schneiden. Wir haben es jetzt auch nicht direkt in den Geldbeutel wandern lassen, wir haben es bei jeder Gelegenheit performt. Also wir haben auch nicht die Übung, hier eine anständige Performance abzuliefern. So viel dazu. Es gibt es in Yen, Pfund, Dollar und Euros. Wie gesagt, es ist klein, es ist nicht schwierig. Was ich aber sagen muss,
Es ist wahnsinnig klein. Ihr könnt auch jederzeit den Geldschein ändern. Das wäre kein Problem. Das dauert vielleicht quasi eine Minute. Also es geht auch mit neuen Geldscheinen, weil wir jetzt gerade Geldscheinen. Ihr müsst halt eben einen kaputten einen machen. Verbraten. Aber den könnt ihr bei der Bank zurückgeben. Ja, ihr müsst euch genau. eine gute Idee überlegen. Ihr klebt überlegen. Den mit Tesa wieder zusammen und sagt, hey, das hat mir die Bedienung gegeben. Geht in die Bank und ihr kriegt ihn. Genau. Also auf jeden Fall, das könnt ihr machen. Das wäre jetzt kein Problem. Ich muss aber sagen, das Problem ist, dadurch, dass ihr das faltet, ich kann euch mal die Größe davon zeigen. Ja? Ich meine, da gebe ich jetzt nicht zu viel her. Am Ende, also das ist so... Das ist quasi die Rechnung, die ihr verwandelt die Rechnung, in 51 Euro. Und die müsst ihr müsst sie so klein falten. Ja? Genau. Und wenn ihr es so faltet, zack, also wie gesagt, ihr seht ja, wie es aussieht, ja. dann hat es sich dann zu einem 50-Euro-Schein verändert. Gibt es einen Trailer dazu oder so? Genau, ja, schneidet ihr aber, wie gesagt, es werdet drüber sehen. Mhm. Es ist halt so klein. Ja? Mhm. Es ist wirklich so klein. Ja, ja? Und das ist das Problem. Und es ist tatsächlich, es passiert halt eben hier, ja, und auf einmal ist es 50 Euro Schein und ihr könnt ihn sehr sofort rausgeben. Das Problem ist halt einfach, es ist halt so klein, ja. Ihr holt Extreme Burn raus und der ganze Tisch sieht's, ja. Ihr macht zum Beispiel Pass auf, eine Schlüsselfrage noch. Ja? Ist es es ist nicht die Rechnung vom Kellner, richtig? Es geht auch nicht mit einer Rechnung vom Kellner, oder? Man könnte es umbauen. Es ist auf jeden Fall, also okay. Die Idee könnte man umbauen, ja. Weil ich meine, jeder kennt den Klassiker oder man macht zum Beispiel eine Rechnung von einem Kellner, macht einen Bill-Switch zum Geldschein und bezahlt damit. Ja. Das ist ein Klassiker. 100 Bill-Switch. Oder man macht einen 5 an 10er Bill-Switch mit einem Gimmick, das jeder hat, jeder kennt. Oder dann, es gibt einfach bessere Sachen. Das ist so mein Problem genau. damit. Allein Cinch, bei Cinch, ich weiß nicht leider von wem es ist, ja, aber es ist auch so klein, aber ihr zeigt halt eben das komplette, genau. faltet, boom! Ich finde auch, er mag es gar nicht, aber Split besser. Split, wo man einen Schein offen, ohne zu falten, zack. Du weißt, warum ich Split nicht mag. Ja, aber vielleicht machen wir zu den zwei Sachen auch mal eine Review. Aber das gefällt uns schon mal beiden. Eins davon Fall besser. Bessere. Extreme Bear, da brauchen wir nicht drüber reden, ist besser. Ja, das, also wie gesagt, leider. Auch wenn Nick Einhorn Penn und Teller gefoolt hat. Ja, ich muss sagen, mit dem hier nicht. Mit dem hier nicht. Ja. Ich hätte den ganzen Mal, also ich meine, die Idee dahinter ist gut. Das Problem ist, es ähnelt auch Cinch sehr, sehr stark. Ja, und irgendwie. Es wird nie darauf eingehen. Es ist ein Online-Video, das dauert 10 Minuten, wo es kurz erklärt wird, keine Live-Performance ist. Es ginge live. Man kann es machen. Also es ginge auch für Video. Wenn es euch gefällt. Ihr endet auch nicht clean. Das muss man auch noch dazu sagen. Also ihr verwandelt einen Schein und ihr seid in dem Moment, wo der Schein den Leuten sagt, nicht clean. Na gut, ihr könnt den Schein rausgeben, dann habt ihr die Misdirection. Ja, das wäre kein Problem. Aber trotzdem, nur vielleicht ist für einen oder anderen relevant. Also von mir jetzt mal zwei Punkte. Ich kann damit halt nichts anfangen. Also ich würde es jetzt auch nicht extra im Geldbeutel rumtragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eine gute Idee, aber Cinch gefällt mir beispielsweise besser. Extreme Burn gefällt mir besser. Mir gefallen es auch viele Sachen besser. Ja, das ist auch mein Ding. Deswegen bleibe ich auch bei den zwei Punkten. Es geht. Dass es funktioniert. Nicht wundert, warum das Grün die ganze Zeit da war. Man kann es machen, aber es gibt Besseres. Ja. Das ist die Geschichte. Naja, das war's dann. Hast du gegeben? Auch zwei. Genau. Und das war's mit InstaChange von Nick Einhorn. Und das war's dann auch schon wieder mit der Enjoy Magic Review. Heute mal ein bisschen Geld, einmal mit ein bisschen was Qualitativem, das andere nicht so. Wir danken auf jeden Fall nochmal an Tesma für die ganzen Bereitstellung. Produkte und auch die fette Unterstützung, die wir da bekommen. Das auch und natürlich auch danke an euch, denn nur dank euch, das kriegt der Andi heute nicht mehr. und auch nochmal natürlich danke an euch, die uns auf Patreon unterstützen und die uns vielleicht noch nicht auf Patreon unterstützen, schaut doch mal kurz vorbei. Wir haben auch ein paar Goodies, die wir jetzt tatsächlich mal schön einbauen konnten. Und da ist tatsächlich was spannendes Zeug dabei. Ja. Genau. Checkt es auf jeden Fall aus. Und genau, ich denke, für die Patreon nicht kennen oder da das gar nicht, schaut euch unser Patreon-Video an. Ist jetzt in der Infocard, da erklären wir das nochmal. Also es gibt wirklich coole Sachen, da haben wir uns einiges ausgedacht. Genau. Und in diesem Sinne bleibt magisch.